Hey Leute, was geht? Prunz, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Steel or No Steel. Auch heute versuchen wir unser Team wieder gut abzugraden. Wir haben leider immer noch viel zu viele Bronzekarten, aber ich denke, wenn wir heute gut spielen, werden wir wieder die ein oder andere weitere Bronzekarte los. Hier sieht man noch einmal unser Team. 5 Spieler sind bisher Gold, 6 Spieler sind noch Bronze. Ich finde, irgendwie sehen Bronze- und Goldkarten in diesem FIFA fast gleich aus, dass man auf dem ersten Blick gar nicht mal so gut sieht, wer jetzt Bronze ist und wer Gold ist. Was auch ein bisschen kritisch ist, wir haben bisher noch nicht so viele Links in dem Team. Aber wie gerade schon gesagt, wenn wir gut spielen, wird sich das Ganze sicherlich ändern. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Serie feiert. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr neu seid oder wenn ihr es noch nicht getan habt, um keine Videos und keine Streams mehr zu verpassen. Dafür kostenlos unter dem Video einmal auf Abonnieren drücken. Schon ist man am Start. Und wir suchen uns den ersten Gegner raus. Und der erste Gegner für den heutigen Tag ist auch schon am Start. Sehr cooles Team, was er hier auf jeden Fall hat. Wird nicht leicht, das zu besiegen, aber würde sich lohnen, den Sieg zu holen. Wenn wir gewinnen, kriegen wir nämlich mit Laporte einen Innenverteidiger mit einem 87er Rating. Und wenn wir verlieren, geht es auf der Linksverteidigerposition 3 Ratingpunkte nach unten. Dann müssen wir uns Roussillon gönnen. Auch Anspielstation hier. Ansonsten wird es schwer. Uiuiui, was war das denn für ein Trick? Die Baller! Was geht hier ab? In der letzten Episode war ich echt nicht zufrieden mit seinen Schüssen, aber der war richtig stark. Ich glaube, das ist echt die langweiligste Partie FIFA, die ich in meinem Leben gespielt habe. Es gab einen einzigen Schuss bisher und wir sind in der 50. Minute. Boah, weil die Verteidiger alle entscheidenden Zweikämpfe gewinnen. Jetzt endlich mal wieder ein Spot und dann sowas. Oh mein Gott, die Baller. Let's go, let's go! Das ist eine Episode! Ich merke das! 2 Chancen, 2 Tore und die waren beide richtig stark. Der sogar nochmal stärker als der vorhin. Vorsicht! Nein, 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 jetzt könnten wir zum ersten Mal schlecht stehen. War es nicht abseits? Ne, und das ist der Anschlusstreffer. Jetzt geht's los hier, oder was? Boah, boah. Hä? Das ist Verarsche, das ist Verarsche. Ja. Oh, richtig stark, Keeper. Die Baller mal wieder. Rückraum ist einer. Oh, er wusste, dass ich den nochmal pass. Aber eigentlich war es gut gemacht. Bronzekarte versucht Skills auszupacken. Die Baller. Ein weiter. Alter, was ist das für ein Pass, Mann? Oh, Zaha. Immer noch Zaha. Gibt den gut in die Mitte. Der Verteidiger ist da. Die Baller. Und der trifft heute auch mit rechts. Viererpack wäre verrückt. Die Baller. Geht in die Mitte, die Baller. Ah, nicht übertreiben jetzt hier, oder? Die Baller. Jo, das war einer drüber. Dann lassen wir das Game einfach durchlaufen. Wir gewinnen am Ende mit 3:1. Und holen uns einen freshen Winners Prize. Also, ein weiterer richtig starker Goldspieler kommt in unser Squad. Damit haben wir endlich auch den ersten Link in der Mannschaft. Chemie ist ja auch sehr, sehr, sehr wichtig in FIFA, damit die Spieler gut zocken. Das gefällt mir auf jeden Fall, dass wir auch dementsprechend ein Stück weit vorankommen und weiter geht's ins nächste Game. Hier ist der nächste Gegner und das ist mal kein so starkes Team. Da sind sogar auch mal Non-Rares und sowas dabei. Das sieht man ja eigentlich gar nicht. Krass. Der Winners Prize für diese Partie ist Milner. Der Losers Prize für diese Partie ist Holding. Das Game müssen wir auf jeden Fall holen. Die Baller rennt. Ja, wir kriegen den nicht in die Mitte. Nein! Und ich dachte, der Verteidiger kommt da nicht ran. Boah, gut gepresst. Nochmal auf Zaha. Zaha in die Mitte. Einmal Zaha. 1:0. Sauber. Das ist mal ein Game, bei dem wir auch mit Confidence in die Zweikämpfe gehen können, weil wir wissen, unsere Spieler sind sogar auf manchen Positionen besser als seine. Wir können die Zweikämpfe sogar gewinnen. Oh, wenn Zaha den auf die Baller bringt, ist das ein Tor. Und auch so ist das ein richtig geiler Treffer. Nächster Angriff. Das ist mal was ganz anderes, hier gegen so 80er-Rated-Karten zu spielen. Ja, wir dürfen es aber nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen hier. Nicht, dass wir hinten heraus ein paar Konter kassieren. Oh, der war stark gespielt sogar. Komm schon, ein bisschen Schlittschuh fahren vielleicht. FIFA 19 Style. Zaha bringt ihn in den Rückraum, kurz angehalten, sauber. Wo ist hier ein Goldspieler? Da ist die Baller. Mit dem Außenriss vielleicht, warum mit rechts? Ab geht's, ist der Gegner AFK. Das wäre fast so. Ja, 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 okay, der stört keinen Verteidiger mehr. Alles klar, dann scheint das Ding
gegessen zu sein. Die Baller. Wow, er steuert wieder Spieler. Okay, wir haben ja auf ihn gewartet. Jetzt ist er wieder da. Dann können wir jetzt das Tor machen, würde ich sagen. So, Zaha. Einmal hinterm Gegner lang. Zaha. Zack, hier nochmal in der Mitte durch. Zaha. Nochmal hochlegen. Das ist immer noch nicht so viel für Zaha. Zaha schießt mit dem Knie. Stellt euch vor, er hätte ihn jetzt mit dem Knie reingelupft. Und der Gegner hat keinen Bock. Grätsch 3 holt sich sogar rot. Und das ist eine Sache für die Baller. Mit seinen berüchtigten Lupfer-Elfmetern. Oft gehen sie rein. Ziemlich, ziemlich oft kommen die Baller. Zack, der müsste kommen. Und der war so perfekt einfach. Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Nice, nice, nice. Es war nicht der geisteskrankeste Winners Prize, den man hier bekommt, aber zumindest mal im ZM die erste Goldkarte. Hilft weiter. Zaha. Wo? Zaha! Und es gibt wieder Elfmeter. Der ist so auf Gas, der Gegner. Den schießen wir diesmal ein bisschen anders. Nehmen wir einfach mal links unten die Ecke. Oh, ein bisschen sehr gewackelt, aber ja. Der ist drin und der Gegner drückt auf Start. GG, er macht den Rage Quit. Die Baller mit einer 10,0 Performance, richtig stark. Ich glaube, bei ihm alle mit einer nicht so starken Performance. Deswegen war eine lustige Partie so für zwischendurch. Nachdem wir ja bei den meisten Silonus die Matches absolut am Schwitzen sind, nimmt man sowas mit. Und ja, es gibt den ersten Goldspieler jetzt auch im ZM. Es geht weiter und weiter voran. Wir haben bei weitem noch kein Top-Team, aber wir haben zumindest kein absolutes Kack-Team mehr. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne und eine Partie haben wir auf jeden Fall in dem Video noch vor uns. Und so gut wie es gerade läuft, bin ich guter Dinge, dass wir das auch nach Hause holen. Oh mein Gott, und was ist das denn für ein Team? Als ob wir es mit so einem Team aufnehmen können. Weiß ich nicht. Wenn alles perfekt läuft, alles optimal geht, ja. Aber wenn wir nur ein, zwei Situationen dabei haben, in denen wir gut Pech haben, ist das Spiel wahrscheinlich schon durch gegen solche Spieler. Wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen, dann bekommen wir Kylian Mbappé. Und wenn wir das Game verlieren, dann müssen wir uns mit Marquinhos begnügen. Ach du Scheiße, die spielen auch noch zu zweit. Das ist, würde ich behaupten, ein großer Vorteil für die. Es sei denn, die kommen gar nicht aufeinander klar. Aber so wie die hier verteidigen, Räume zu rennen, sieht das so aus, als würden die nicht zum ersten Mal zu zweit spielen. So, irgendwie muss ich den auf die Baller bringen. Da ist die Baller. Komm, die Baller. Komm, die Baller. Rückraum. Oh, das war ein bisschen weit. Unten steht der Zaha. Nein. Schade. Oh, nochmal schade. Yes. Zaha. So, wir gehen auf die andere Seite. Zack, zack, zack. Ein paar schnelle Bewegungen. Da stoppt man uns nicht. Die Baller bringt ihn nach unten. Das ist Milner. Der ist nix, sage ich, wie es ist. Zaha. Rein in den Rückraum. Milner! Auf geht's, Junge! Nein, 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 nein. Verteidiger. Nein! Anderer Verteidiger. Och, Mann. Den hätten wir kriegen können. Das wäre jetzt nicht geisteskrank von ihm gespielt. Der ist einfach gerannt. Nein, ich habe das Gefühl, die wollen wieder über Tempo kommen. Ah, fatal. Fatal. Mondi. Schön abgewendet. Nochmal ablegen. Milner. Komm. Yes. Die Baller. Auf Milner. Auf den Kollegen. Auf Milner, auf den Kollegen, auf die Baller. Was? Nein, och Mann, fang doch nicht wieder so an, die Baller. Ich meinte noch, bei uns muss alles perfekt laufen, damit wir die Partie gewinnen können. Jetzt hatten wir 200%ige schon. Boah, die nicht reingegangen sind. Und die waren einmal im Angriff. Fuck, und jetzt kommt das zweite Mal. Ey. Ach. Komm schon, komm schon. Foul. Okay, war kein Foul, okay. Baller. Baller. Die Baller. Pfosten. In der Mitte. Milner. Er kann sich unsterblich machen in diesem Game. Nein. Ja. Ja. Ja.
was ein Ekeltor. Oh mein Gott. Okay, auch einmal Glück gehabt, nachdem wir 7 Mal Pech hatten. 15 Minuten ungefähr noch. Wenn man jetzt trifft, hat man das Game wahrscheinlich gewonnen. Zaha. Wenn der ankommt. Nein, hä? Bitte nicht, bitte deck den. Oh, nein. Hä? Wir kriegen keinen Ball, bitte nicht. Nein, Alter. Nein. Torwart, bitte. Oh mein Gott. Ja. +2. Das Spiel ist vorbei. GG. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich den Anschluss direkt reinschieße. Aber nicht mal das klappt mehr. GG. Das hätte man gewinnen können. Das wäre so ein geiler Winners Prize gewesen. Okay, super lange ist Laporte nicht in unserer Mannschaft geblieben. Am Anfang der Episode haben wir ihn uns erspielt. Am Ende der Episode haben wir ihn uns verspielt. Aber das Team sieht deutlich stärker aus als am Anfang der Episode. Wir konnten das Squad wieder ein Stück weit upgraden und wir arbeiten uns langsam voran. Und sobald wir alle Bronzekarten los sind, erst recht auch im Sturm, wird es nochmal deutlich einfacher, die ganzen Partien zu gewinnen. Das war es auch schon wieder von dieser Episode. Stil und Ostil, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wäre ein richtig nicer Support. Und wer meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne unter diesem Video machen. Dann verpasst man nichts mehr. Ich bin raus, macht's gut, folgt mir auch auf Instagram. Bis dann, ciao!